Hallo, ich bin Wick, das ist Steve und das sind die Was geht ab Flash News. Eine Woche vor der Bundestagswahl wurde in Bayern am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Dabei gab es für die CSU ordentlich was zu feiern. Die Partei, die ihre absolute Mehrheit im Landtag 2008 verloren hatte, machte einen großen Sprung in der Wählergunst und wurde mit 47% klar stärkste Fraktion. Größter Verlierer war die FDP, die im Vergleich zur letzten Landtagswahl fast 2/3 der Stimmen verlor und mit nur 3% aus dem Landtag flog. Auch die Grünen mussten große Verluste hinnehmen und erreichten wie das Bündnis Freier Wähler 8%. Die SPD konnte leicht zulegen und kommt auf 20%. Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Horst Seehofer sagt, dass das schlechte Ergebnis von vor 5 Jahren nun endgültig vergessen sei. Der FDP wünscht er alles Gute. Gewählt wurde Sonntag auch auf Bundesebene von den unter 18-Jährigen bei der U18-Wahl. An der Aktion des Deutschen Kinderhilfswerks beteiligten sich fast 190.000 politikbegeisterte Kinder und Jugendliche. Die konnten ihre Stimme in fast 1500 Wahllokalen abgeben. Gewinner sind auch hier CDU/CSU, die allerdings deutlich schlechter abgeschnitten haben, als für die echte Wahl vorausgesagt wird. Mit gerade mal 27% lieferte sich die Union beinahe ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD, die allerdings mit 20% auch nicht glänzen konnte. Die Grünen mit 17 und die Piraten mit 12% erzielten Ergebnisse, mit denen sie bei der echten Bundestagswahl sehr zufrieden wären. Der jüngste Wähler war gerade mal 1 Jahr alt. Jungs und Mädchen haben sich gleichermaßen an der Wahl beteiligt. Bei der U18-Wahl erhielt die NPD erschreckenderweise noch 3% der Stimmen. Jetzt wird der Partei wieder einmal Volksverhetzung und Störung der Totenruhe vorgeworfen. Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora verklagt die NPD wegen Wahlplakaten, die ausgerechnet auf den Zufahrtswegen zur Einrichtung plakatiert wurden. Auf der Straße der Opfer des Faschismus wurde keine Gelegenheit ausgelassen, um die geschmacklosen Poster anzubringen, so der Leiter der Gedenkstätte. Auf den Plakaten sind Sprüche zu lesen wie Geld für Oma statt für Sinti und Roma. Das ist besonders brisant, weil in dem KZ zwischen 1943 und 1945 Tausende Sinti und Roma ermordet wurden. Am Montagnachmittag wurde der UN-Bericht zur Lage in Syrien präsentiert. Der verstärkt die Vermutung, dass tatsächlich Truppen des Assad-Regimes für den Giftgasangriff nahe Damaskus verantwortlich sind, der Ende August hunderte Menschenleben gekostet hatte. Zudem wurde bestätigt, dass das Nervengift Sarin zum Einsatz kam. Im Bericht heißt es auch, dass sich immer mehr islamistische Fundamentalisten den Rebellen anschließen. Die Dschihadisten, die den syrischen Bürgerkrieg als heiligen Krieg ansehen, kommen vor allen Dingen über die türkische Grenze ins Land. US-Außenminister John Kerry fordert derweil, Assad Versprechen, alle seine Chemiewaffen zu vernichten, in einer UN-Resolution festzuhalten. In der Resolution solle man sich auch über drastische Maßnahmen im Falle eines Verstoßes einigen. Russland lehnt das immer noch kategorisch ab. Wladimir Putin sagte erneut, dass sich Friedensverhandlungen nicht entwickeln könnten, solange die Angriffsdrohung im Raum stünde. Als Bedrohung sehen Datenschützer auch die Funktion des neuen iPhones an. Der Fingerabdruckscanner des Geräts sei ein gefährliches Überwachungsinstrument. Man könne biometrische Daten nicht löschen wie PIN und Kennwort, denn ein Fingerabdruck bleibt ein Leben lang. Zwar versichert Apple, dass die Daten vorerst nur auf dem Gerät gespeichert werden, die Datenschützer bemängeln aber, dass der Benutzer nur schwer absehen könne, inwieweit einzelne Apps Zugriff auf die im Telefon gespeicherten Daten haben. Laut Apple soll der Fingerabdruck lediglich zum Entsperren des Geräts und zum Einkaufen im App Store benutzt werden können. Nach den Datenspionage Enthüllungen der letzten Monate ist zu befürchten, dass die biometrischen Informationen nicht lange nur auf dem Telefon bleiben werden. Was meint ihr? Wie wirkt sich der CSU-Sieg in Bayern auf die Bundestagswahl aus? Was haltet ihr von der U18-Wahl? Hat die NPD eine Daseinsberechtigung? Syrien? Habt ihr Angst vor dem iPhone-Fingerabdruckscanner? Eure Antworten in die Kommentare bitte. So Leute, wie immer, 2 Videos da drüben und unter mir abonniert. Dort findet ihr auch Textcalibur und unten in der Beschreibung findet ihr alle Links zu unseren Social-Media-Seiten. Das war's mit den Flash News und wir sind jetzt hier raus.